Und dann kann es hier auch gleich losgehen. Die Rothosen werden anstoßen. Von links nach rechts. Freistoß für den HSV, der jetzt ihnen dann doch mal kurz ausgeführt wird. Ja, aber um auf Papa zurückzukommen. Oh, nee. Da warten wir noch einen Moment. Denn Kostic macht das wieder gut. Findet jetzt Hahn. Aber der macht ihn nicht. Und es war auch gar nicht Philipp Kostic, sondern Nikolai Müller, der sich da diesmal auf links durchgesetzt hatte. Und dann André Hahn mit der wohl dicksten Möglichkeit in diesem Spiel bisher. 22. Minute. Ah, den darf er zumindest gerne aufs Tor bringen. Während hier der Freistoß reinfliegt und ja, so ein bisschen aus dem Nichts. Julian Pollersbeck da der Ball durch die Hände flutscht zum 0:1. Die Nummer 6. Rick van Drongelen, der da Gold richtig steht und zum 1:0 für Sparta Rotterdam nur noch einschieben muss. Ja, guckt er selber ein bisschen ungläubig. Ja, ärgerlich, keine Frage. Das Ding jetzt, brauchen wir nicht drüber reden, muss er halten. Den sehe ich sogar noch ein bisschen ja, noch mehr auf seiner Kappe als das Ding in Kiel, weil da moderner Torhüter steht halt weit vor seinem Kasten, spielt mit, wenn da ein langer Ball hinter die Fliegerkette kommt. Der hier ohne Bedrängnis, die Flanke, Freistoßflanke, die muss er natürlich runterpflücken. Weiß er selber alles auch. Gut nachgesetzt hier von Nikolai Müller. Noch knapp mit Nachspielzeit 5 Minuten, die hier zu spielen sind. Vielleicht gibt es ja nochmal die eine Tormöglichkeit vor dem Halbzeitpfiff für die Rothosen. Das ist leicht über Gotoku Sakai. Flankt den Ball da gut in die Mitte und André Hahn. Ja, das haben wir auch im Training schon 2-3 Mal von ihm gesehen, dass er den Ball da direkt aus der Luft abnimmt. So hat er ja auch ein ums andere Tor für den FC Augsburg und Gladbach in der Bundesliga erzielt. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Wallacy schickt da Luis Holpi auf die Reise, der den Ball da gut zurückerobert von Van Drongelen und Bakary Yatta jetzt in Szene bringt. Allerdings scheitert der an Roy Kortz mit dem Tor der Rotterdamer. Das war mal gut da durchgespielt. Vor allem auch gut nachgesetzt von Luis Holpi. Und dann Bakary Yatta findet da nicht die richtige Lösung. Durchaus bekannte Namen, die hier mal bei Sparta Rotterdam gespielt haben. Wie gesagt, jetzt ein eher sehr, sehr junges Team, 23 Jahre alt im Durchschnitt. Und die haben jetzt ein Problem, denn Luis Holtby ist durch nach Zuckerpass. Legt doch mal quer und dann Yatta in der 77. Minute mit dem Ausgleich. 6-7 Anläufe hat er genommen. Und hier weiß er jetzt auch, bei wem er sich zu bedanken hat. 1:1 in der 77. Minute und das war schön herausgespielt. Und das ist vor allen Dingen auch hochverdient. Ich finde, die Rothosen hier im zweiten Durchgang auch spielbestimmend, hatten mehrere Chancen insgesamt. Ein deutliches Chancenplus und somit völlig verdienter Ausgleich hier von Bakary Yatta abgeschlossen nach Pass von Luis Holpi, der da die Übersicht bewahrt. Und dann hat es mal gepasst, das finale Zuspiel. Und schwupps steht es hier 1:1.